Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 6 Origins. Und hier liegt ein Zettel. Den wollen wir uns angucken. So. Irgendein Dokument. Vorläufige Diagnose. Von wem überhaupt? Verbrennung dritten Grades. Aha. Patient ist nicht bei Bewusstsein. Irgendetwas hat verhindert, dass die inneren Organe Schaden genommen haben. Die Texturschäden beschränken sich auf die Epidermis und die Gliedmaßen. Aber wie ist das möglich? Also wurde die Kleine vielleicht doch hier eingeliefert? Oder er bildet sich das ein? Gut, da können wir wahrscheinlich durch, vermute ich mal. Ist hier noch was? Medizinische Unterlagen, die sagen mir gar nichts. Was ist mit diesem blutigen Bett? Sagst du dazu was? Die Bahre ist voller Blut. Es scheint zum Teil noch flüssig zu sein. Ah, lecker. Und bam. Geht nicht? Kann man nicht kaputt hauen? Irgendwas stimmt nicht mit dem Spiegel. Diese Reflexion ist nicht normal. Ja, das ist ja kein Spiegel. Da kann man bestimmt durch. Und wieso kann man das nicht kaputt... Muss ich das mit der Hand kaputt hauen oder wie? Moment, wir müssen die Waffe vielleicht mal eben ablegen. Mal eben ablegen. So. Geht auch nicht? Okay, das geht anscheinend nicht. Aber mehr können wir nicht tun, ne? Das ist das Problem. Ja, da ich gut, ich kann ein anderes Stockwerk noch auswählen. Erstmal wähle ich meinen Hammer wieder aus. Wir sind immer noch auf grün übrigens. Also den Kampf habe ich anscheinend ganz gut gemeistert. So. Ja. Aber ich komme da anscheinend gerade nicht durch. Oder kann ich von dieser Seite aus nochmal dahin? Von hier aus? Auch nicht. Also ich kriege das nicht so auf. Ja gut. Medizinische Informationen, Tropenkrankheit, Vitaminnahrung für Babys, Grippeimpfungen und dergleichen. Ja gut, wenn es hier nicht weitergeht, dann versuchen wir jetzt erst nochmal in den Fahrstuhl zu gehen. I'm seeing things. This ain't right. Okay. Wir sind in Silent Hill in der Parallelwelt. Ein Skalpell. Schön. Oho. Sieht geil aus. Ja, das muss ich mal wieder sagen. Das hat immer wieder was. Was steht da dran? Eine Plastiklunge. Okay. Was auch immer wir mit einer Plastiklunge wollen. Oh, noch ein Tonikum. Das ist gut. So, vom Waschbecken noch was vielleicht? Nein. Haben wir jetzt hier auch eine Karte? Ja, ne? Müsste eigentlich automatisch die gleiche sein, ja. Okay, dann, ja, in welche Richtung gehe ich denn? Weil wir gucken uns erstmal rechts das an und bleiben in diesem Stockwerk und dann gehen wir erstmal links runter, ne? Ich denke. Versuchen wir es. Ich müsste wahrscheinlich das Licht ausmachen, aber will ich das? Ich weiß es nicht. Ich mach das Licht jetzt an. Ihr seht gar nichts ohne Licht, ne? Das geht so. Die Tür ist blockiert. Okay, sie sieht mich trotzdem. Dann ist es auch ziemlich egal, ob ich das Licht an- oder aus habe. Also, die kam eben... Vielleicht hat sie mich auch vorher gesehen. Das kann natürlich auch sein. Okay. Das ist schon sehr, sehr geil, ne? Wieder unheimlich ohne Ende. Ah, da kann ich durch. Sehr gut.
Ach, die Musik ist schon ein bisschen übel. Aber mir gefällt die Musik, davon abgesehen. Okay. Wieder ein Raum. Wo bin ich? Achso, jetzt bin ich im Treppenhaus. Da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Nee, da will ich noch nicht hin. Treppenhaus noch nicht. Erstmal möchte ich den Flur komplett erkunden. Okay. Wenn hier halt noch eine Tür ist, die man öffnen kann. Ah ja, sehr schön. Ein Waschbecken. Da liegt auch ein Zettel. Okay, Teil dieser Notiz sind nicht lesbar. Keine Sorge. Ich habe verwendet, um ihre Kräfte zu kontrollieren. Es wird ihr niemand helfen. Eines der fünf versteckt sie, beschützt sie. Okay. Ich habe irgendwie so, weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass das mit unseren Glücksmünzen zu tun hat. Wir haben doch so eine Glücksmünze, wo die 61 drauf ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine von diesen fünf ist, von dem da gerade die Rede ist. Ich frage mich nicht, warum. Aber ich denke, wir sind hier irgendwie mehr drin verstrickt, als wir eigentlich wollen. Vielleicht ist ja auch die Tochter, oder die Tochter, Quatsch, das Mädchen, was wir die ganze Zeit suchen, irgendwie so eine heimlich gewünschte Tochter, die er gern hätte oder so, die es aber nie gab. Und jetzt hat er irgendwie, keine Ahnung, Schuldgefühle. Ich weiß es nicht. Man kann da so viel reininterpretieren. Ich habe da gerade eine Tür übersehen. Okay. Dann will ich die gleich nochmal untersuchen. Ich habe da eine Tür übersehen. Ach, da. Okay. Also entweder atmet hier was oder ich höre so eine Art Sauerstoffflasche. Irgendwas höre ich hier. Okay, da können wir auch rein. Oh Gott, es blubbert was und hier ist alles voll Blut. Ja, es soll ja eigentlich Errost sein, ne? Oh. Aha. Was haben wir denn da? Mein Herzrasen bereitet mir Sorgen. Ich habe es auf Eis gelegt und weggeschlossen, um es zu beruhigen. Die drei Schönheiten, die es zum Pumpen bringen, sind der Schlüssel. Alter vor Schönheit. Alter vor Schönheit scheint irgendwie eine Reihenfolge von irgendwas zu sein, denke ich mal. Ich trinke mal eben einen Schluck, Moment. Mhm. Wahrscheinlich müssen wir die drei Schönheiten, die wir dann gleich finden, nach dem Alter sortieren. Okay. Also in dem Kasten ist anscheinend ein Herz drin, ne? Ja. Klar. Ist da ein Zahlencode dran oder wie läuft das? Mit einem Schloss. Ja, ich gucke mir die mal eben an. Hm. Okay, Zahlen von 1 bis 0. Also 1 bis 9 und dann eine 0. Ja. Okay. Gut, mehr ist sie aber nicht. Was fehlt uns denn jetzt hier noch? Da erstmal nichts. Also bleibt uns praktisch jetzt nur noch... Ja, ich hätte da oben auch zum Fahrstuhl versuchen. Na, der ist wahrscheinlich zu. Oh, ich habe auch die Nurse Station da vergessen. Ah. Da will ich ja nochmal eben hin, ne? Und da probiere ich auch gleich, ob der Fahrstuhl sich öffnen lässt. Und wenn das alles nicht klappt, gehe ich ins Treppenhaus. Ich muss es ja zumindest hier richtig erkunden. Ach. Licht ausgemacht. So. Oh, jetzt ist die Musik wieder da. Also die Musik ist schon ein bisschen eklig. Also, die macht schon Stress, obwohl gar nichts los ist hier. Sehr geil. Okay, in die Schwesterstation komme ich definitiv nicht rein. Die liegt da übrigens immer noch hier, die Schwester. Und da komme ich auch nicht lang. Bedeutet, ich kann jetzt also ins Treppenhaus. Okay. Andersrum. Ah, schon sehr geil, schon sehr, sehr geil. Vor allem dieses Keuchen und Stöhnen, das gehört anscheinend zur Musik.
Das muss man aber erstmal begreifen. Das ist schon eklig. Was war das? Ein Hammer? Was gefunden? Ja, was habe ich eben gefunden? Das habe ich eben nicht richtig gelesen. Scheiße. Ach, die verbrauchen sich, oder wie? Warte mal, halt, Moment. Ach. Die verbrauchen sich. Das ist natürlich übel. Okay, dann ist das so. Wenn der kaputt ist, muss ich den nächsten Hammer auswählen. Alles klar. Das ist übel. Liegt da was? Ja. Ein Energy Drink. Ist das jetzt stärker als ein Gesundheitsdrink? Wahrscheinlich, ne? Wir werden es doch feststellen. Oder war das schon eine Tür zum Öffnen? Nee. Nein. Also hier wären wir jetzt wahrscheinlich dann im zweiten Stock. In dem ersten Stockwerk, ne? Ja. Gut, dann gehen wir da raus. Da ist die Lobby. Boah. Ich gehe erstmal geradeaus, würde ich sagen, ne? Durch die Tür durch. Ja. Oder machen wir erstmal den kleinen Raum hier platt. Es ist schwer zu sagen, ne? Es ist nicht wirklich hell, ich weiß. Ihr seht jetzt nicht wirklich viel, aber das liegt wirklich jetzt am Spiel. Okay, da ist eine. Mehr. Das Schöne ist, wir können gehen. Wir können gehen, während wir angreifen. Das gefällt mir. Oh, mein Hammer ist alle. Und treten, treten, treten. Zack. Okay. Sehr schön. Dann wählen wir jetzt den zweiten Hammer aus. Ach. Okay. Aber dann kriegen wir schon 3, 4 Stück mit tot. Was? In der Tür ist eine ovale Vertiefung. Auf der Tafel darunter steht: Selbst in diesem Inferno aus den Flammen sah ich Leben neu entstehen. Okay. Kommen wir anscheinend noch nicht weiter. Tür ist defekt. Und hier lässt sich nicht öffnen. Ist das was? Eine Alkoholflasche. Mal kurz auf die Karte gucken. Okay. Okay, das Männerklo lässt sich öffnen, wenn ich dann den entsprechenden Schlüssel habe. Alles klar. Da was auf der Erde? Nee. Dann müsste ich jetzt hier lang kommen. Okay. An der Tür hängt eine Totenmaske. Auf der Tafel darunter steht: Selbst die Blinden benötigen Augen, wenn sie in die Zukunft blicken wollen. Ja, jetzt habe ich 2 Türen, die verschlossen sind. Ich habe ja nur diese Plastiklungen, ne? Also. Was ist was bringt mir denn Alkohol? Untersuchen. Eine Flasche mit medizinischem Alkohol aus dickem, schweren Glas. Sie ist leer. Okay. Ja. Was können wir damit machen? Plastiklunge. Dieses Plastikorgan ist die Nachbildung einer menschlichen Lunge. Ja. Schön. Für die Lunge. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir nochmal eine Etage tiefer, wenn es möglich ist. Ich sehe gerade nichts. Wir kommen anscheinend nicht tiefer. Dann können wir nur noch eine Etage höher gehen, ne? Wenn das möglich ist. Sonst habe ich ein Problem. Mal gucken. Ich komme auch keine Etage höher. Hä? Wo soll ich denn noch lang? Moment. Zimmer 202, da war nur der Spiegel. Da komme ich nicht. Oder kann ich von hier aus vielleicht den Spiegel kaputt hauen? Weiß es gerade nicht. Hier ist definitiv alles zu. Ach, da war der Spiegel. Zimmer 205. Das könnte ich natürlich probieren, aber... Ja... Ansonsten ist hier... Da komme ich nicht hin. Und ich kann nicht einfach eine Etage wechseln jetzt. Doch, kann ich wohl. Nee, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt in der normalen Karte. Ach, geil. Wie habe ich das denn jetzt gemacht?
Aha, ich kann von normale Welt auf Parallelwelt wechseln. Das ist schön. Ja, Also ich habe definitiv, glaube ich, nichts, um die beiden Türen zu öffnen. Also gehe ich halt nochmal runter, ne? Also hier, wo ich jetzt bin. Was, ja. Okay. Ich kann natürlich nochmal in den Raum 202 reingucken. Hier, ne? Habe ich da jetzt irgendwas übersehen?